eigentlich klingen ihre Songs wie Popsongs. Und eigentlich ganz anders. In jedem Fall ist es außergewöhnlich, wie St. Vincent sämtliche Pop-Klischees genüsslich durch die Mangel dreht. Strange Mercy, ihr soeben erschienenes drittes Album, ließ Kritiker gar vermuten, diese Frau könne überhaupt keine schlechten Songs schreiben. Gut möglich, aber wie macht sie das? Für mich ist die spannende Herausforderung, wenn ich konventionellen Pop komponiere und ihn dann mit etwas musikalisch Dichterem verschmelze. Auch mit Avantgarde. Ich versuche, diesen Spielraum in der Mitte zu finden, wo das Konventionelle und das Exzentrische einander ergänzen. Du hast deine Solokarriere nicht als Annie Clark begonnen, wie du ja eigentlich heißt, sondern unter einem Künstlernamen. Traut sich St. Vincent Dinge, die Annie niemals wagen würde? Es gibt keine schizophrene Aufspaltung in Annie Clark und St. Vincent. Aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich eine andere. Auf der Bühne zu stehen heißt für mich, alles machen zu können, was ich will. Und nicht nur auf der Bühne. Ihre Videos sind subtile kleine Horrorfilme, die David Lynch freudige Schauer über den Rücken jagen dürften. Etwa über das lebendig Begrabensein in der so netten amerikanischen Durchschnittsfamilie. Ihren Künstlernamen St. Vincent hat Annie übrigens vom New Yorker St. Vincent's Hospital entliehen. Dort starb und spukt noch immer der Dichter Dylan Thomas. Auf sowas muss man erstmal kommen. Die zarte Annie scheint vor gar nichts Angst zu haben. Oder vielleicht doch? Wir versuchen es mit Höhe. Meine Hände schwitzen nicht, das ist schon mal gut. Bist du jemand, der sich seinen Ängsten stellt? Wie gehst du mit Angst um? Da gab es diesen Tag in deiner Kindheit, als dir plötzlich klar wurde, das Universum ist riesig und voller Chaos. Prompt bekamst du eine Panikattacke. Erinnerst du dich? Ja, ich hatte so viele in meiner Jugend. Aber seitdem hat es sich gebessert. Angst kann sehr nützlich, sehr wertvoll sein. Oft sind Dinge, die wir am meisten fürchten, die es sich am meisten zu erforschen lohnt. Und Musik ist ein Weg, sich dem zu stellen. Du scheinst Spaß an der Dekonstruktion von Schönheit zu haben. Ich meine, du baust Glaspaläste und dann kommt deine Gitarre wie ein Bulldozer und reißt alles wieder ein. Das kommt einfach so aus mir raus. Popsongs mit Reißzähnen. Da schwingt immer etwas Bittersüßes mit. Ich kann nicht anders. Hier endet unser Gespräch fürs Erste. Wir haben die Judy Garland des Pop, zu deren Lieblingsfilme nicht von ungefähr der Zauberer von Oz gehört, in ihr ganz persönliches Paradies gefahren. Annie im Wunderland. Gibson Pickups. I've had good times with some bad guys. I've told whole lies with a half smile. Held your bare bones with my clothes on. Thank you.
Wir waren gut. Ja, dank dir. War mir ein Vergnügen.